sind heute auf Weissflur-Gipfel und versuchen, die Steigerroute zu machen. Sehr eine abenteuerliche Route, mitten durch die Flanken vom Berg. Sehr für mich eindrucksvoll. Die ersten Buckel fahren wir noch. Ja, schon die ersten Steine, super. So, nochmal ein Stein. Gott, jetzt steht's. Das ist ja schlimm. Vorne beginnt der harte Teil. Das hier ist immer noch der Einstieg. So, wir kommen jetzt zum Einstieg. Der Einstieg sehr furchteinflößend. Wir müssen hier über die Windklippe, über eine Gumpe quasi in Abgrund. Und dann geht da alles hier so durchab. Und schauen, wie das da geht. Und hopp, ja, gut. Das sieht brutal aus heute. Überall Felsen. Sehr schön hier. So, wir kommen jetzt in den nächsten Abschnitt rein. Noch eine kleine Traverse, der Steilhang. Und teilt sich links oder rechts? Ja, da bin ich schon mal links. Das ist ein bisschen unter Schnee bestimmt. Sehr schön. Sind wir da richtig? Ja. Schön. Oh, das ist ein richtiges Couloir. Immer noch richtig. Okay, zwei Steine. Sind wir oben runtergekommen, alles. Und der Ausgang von dieser Piste ist dann die Hauptdalli. Wirklich die Piste. So, sind wir sozusagen aus dem Ganzen. Ja, das war die Steinbock-Abfahrt. Das wäre hier dann noch die rechte Variante gewesen, die wir jetzt nicht gemacht haben. Kommt da lang. Ja. Kurz, aber heftig ist mein Eindruck.
hier auf dem Land. Und jetzt sind wir dann gerade mit dem Rüttellift. Ja, wie gesagt, Rutz sind heftig. Puh. Ich habe dann in weiteren Anläufen versucht, den Eindruck von der nächsten Abfahrt noch zu stoppen. In Stil und Ausführung ist aber keine von diesen Abfahrten mehr als Original angekommen. Meine allererste Abfahrt vom Weissflurgipfel ist also vom Adrenalinschub her konkurrenzlos nach wie vor auf dem ersten Platz.